Guten Morgen, ja, so läuft es bei uns jeden Morgen ab. Es wird erstmal um Eliana gestritten, wer sie tragen darf. Auf jeden Fall, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, haben wir ein neues Intro. Und dafür, also weil ihr die Vlogs ja versetzt seht, wir werden für dieses Intro erst heute aufbauen. Aber ihr seht es quasi schon in unserem letzten Vlog. Macht das Sinn? Ja. Also wir hatten bisher gar keine Zeit, das Intro vorzudrehen, also noch vor Dezember. Deswegen werden wir es quasi heute drehen und dann in unserem gestrigen Vlog einfügen, wenn das Sinn macht. Ja. Und im Dezember wird es wieder sehr, sehr viele Verlosungen geben. Also dürft ihr auf keinen Fall einen Vlog verpassen, weil wir werden die Gewinnspiele dann auch immer nur 24 Stunden quasi laufen lassen. Also immer nur so lange, wie der Vlog, also immer nur an dem Tag, wo der Vlog quasi online gegangen ist. Und dann werden wir auch schon direkt die Gewinne raussuchen, damit die Pakete einfach so schnell wie möglich verschickt werden. Und das auf jeden Fall noch vor Weihnachten quasi euch erreicht. Und ja, unsere Geschwister schlafen noch. Die schlafen vor lange, ey. Es ist schon 11 Uhr morgens und die schlafen immer noch. Und, aber gestern sind die auch voll spät nach Hause gekommen. Also Juli und ich sind ja schon früher gegangen. Die sind gestern um 12 nach Hause gekommen oder halb 12 ungefähr. Genau. Vor allem, wir sind gestern eigentlich wegen Eliana schon früher nach Hause gegangen, weil sie auf der philippinischen Weihnachtsfeier so müde war und nicht schlafen konnte, weil es halt so laut war. Aber die ist irgendwie erst, also auch erst um 12 oder halb 12 eingeschlafen. Genau, jetzt beantworte ich noch ein paar Kommentare. Und lesen ein paar Kommentare. Also wir lesen echt jedes einzelne Kommentar. Weil viele immer denken, wir lesen die nicht, weil wir nicht zurückkommentieren, aber wir lesen die echt immer. So, Kat und ich haben gerade unseren künstlichen Weihnachtsbaum geholt. Und jetzt heißt es aufbauen und dekorieren. Wir haben diesmal gedacht, dass wir unseren Weihnachtsbaum hier aufstellen und den quasi so in die Wand einarbeiten. Aber Lichtschalter. Ja, man kann ja, kommt nicht trotzdem. Oder wir machen es quasi weiter nach hier, also dass die Spitze noch hier reingeht. Hier. Ja, ist besser. Okay, probieren wir mal. Okay, wir gucken einfach mal. Schöne Parle par Français. So, der Weihnachtsbaum steht und jetzt dekorieren wir es ein bisschen. Heute haben wir das Thema, machen wir so ein bisschen rosa und braun und rose gold. Letztes Jahr hatten wir so einen goldenen, so einen traditionelleren. Jetzt wollen wir diesmal einen schönen. Ja. Wir sind fertig. So sieht's aus. Unser Weihnachtsbaum ist dieses Jahr relativ leer. Wir wollten es nicht so überfüllen. Aber vielleicht machen wir noch Lametta dran. Lametta heißt es, gell? Hier ist auch noch was übrig. Diesmal haben wir auch an unserer Tür ein bisschen dekoriert. Und ein bisschen auch an der Treppe. Diese Girlanden hier habe ich übrigens von Amazon. Das kann ich euch mal verlinken. Unser Weihnachtsbaum ist eigentlich schon seit 3 Jahren, also der gleiche. Das ist von Butlers, ein Kunststoffbaum, ja, das ist von Butlers und das ist auch von Amazon. Und auch diese gelanden hier auch von Amazon. Okay, Ma, du machst, kommt alle zusammen. Ja. Ma, jetzt? Ja, jetzt? Ja. Jetzt. Jetzt kommt alle zusammen. Ja. Ja, okay. Okay. Das ist nicht einfach, die ganze Arbeit. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Bist du bereit? Ja. Okay. 1, 2, 3, los! Jetzt kommt alles, Eliana, komm! Eliana, komm! Mila, so, kommt! Eliana! Also, Christmas! Ah, nee, ist das. Oh, ja, oh, jetzt geht das. Mila's Fuß ist 1, 2, 3, Gemasse. Und jetzt ein schönes 1, 2, 3. Ich habe die ganze Zeit gelacht, ja. Okay, das passt schon.
Mina, warum ist dein Fuß nass? Ich war pinkeln. So, die beiden haben jetzt ihre Sachen gepackt. Und es geht jetzt wieder nach Hause. Ja. Yep. Und wie findest du unsere Weihnachtsdekoration? Kriegst du es mich oder Eliana? Beide. Oh, schön. Okay. Tschüss. Wir sind jetzt an einer Tankstelle bzw. Raststätte. Die chillen ihr live, die schlafen die ganze Zeit. Und ich dachte so, oh ja, sonntags chillig zu fahren, aber es ist so viel los auf der Autobahn. Ich frage mich, was die Leute machen, ey. Ja, auf jeden Fall tanken wir jetzt. Und dann geht's weiter. Wir brauchen noch ungefähr etwas weniger als eine Stunde und dann sind wir da. Ja, und ich habe mir so Augenpads dran gemacht, als wir losgefahren sind. Wir sind schon richtig trocken, ey. Ja. Du hast dich aber verändert in den 2 Tagen. Warst du beim Friseur? Warst du beim Friseur? An Unfall. Ach so. Wieso? Einfach uns weggefallen. Hat Nanette dir die Haare geschnitten? Hat Nanette die Haare geschnitten? Ja. Hat Nanette dir die Haare geschnitten? Ja. Ah, okay. Und ich habe mir einen Fahrschneider gekauft. Mein Alter, 40 Jahre. Lief immer noch braun. Die. Hab ich gehört. Product Placement. Die Blades wurden stumpf. Hat die versucht mit seinem Papier zu schärfen, aber. Geht nicht mehr. Hat weggeworfen. Wie lange? 15 Euro nur. Wie lange hat der gehalten? Wie lange hat der gehalten? Ja, mindestens 40 Jahre. 40 Jahre? Ja, ja, 40. 40 Jahre. Braun. Braunrasierer. In Deutschland 20 Jahre vorher. Ah, nicht schlecht. Christmas Decoration. Hey, thank you. Genau, wir haben ein bisschen Weihnachtsdekoration für euch angepackt. Wir haben heute bei uns weihnachtlich dekoriert. Ja. Und ihr habt ja auch einen Weihnachtsbaum. Ein Baum, da. Dekoration haben wir auch. Hier, Weihnachtsbaum. Na, fehlen nur noch die. Ja, wir haben einen großen. Aber wir haben euch Kugeln. Ich glaube, der muss. Aber der ist vom Vormieter. Der hat den ja auf dem Dachboden. Muss es so? Irgendwie so, ich weiß es ja. Ah, okay, so. Ja. Und das Problem siehst du hier. Die ganze Wäsche ist gewaschen. Mhm. Aber wohin damit? Ja, ich brauche einen Schrank. Ja. Also hier fehlt ein Schrank. So, wir haben die Kinder jetzt nach Hause gefahren und alle Leute, mein eines Auge, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Sieht man das? Mein eines Auge, also dieses Auge hier zuckt die ganze Zeit, also es pulsiert. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, aber das nervt mich schon den ganzen Tag. Seit heute Morgen pulsiert mein Auge so und ich krieg's einfach nicht weg. Und dann hat Kat vorhin gegoogelt, was es eigentlich bedeutet, wenn man das hat. Sollte man eigentlich nicht machen, aber macht trotzdem jeder. Da stand, dass ich Bluthochdruck habe, ein Anzeichen von Burnout, ein Anzeichen von Parkinson, alles Mögliche. Also eigentlich kann ich mich einweisen lassen. Wir sind jetzt wieder zurück im Auto. Jetzt geht es für uns 2 Stunden. 2,5 Stunden wieder nach Hause. Genau, 2,5 Stunden wieder nach Hause. Warum ist das Licht nicht an? Wir haben überlegt, dass wir die Kinder dann an Weihnachten wieder holen, weil die haben ja dann Weihnachtsferien oder Winterferien. Und dann bleiben wir die für ein paar Tage bei uns. Und wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie nach einer gemeinsamen Lösung finden, wie wir das zukünftig machen mit den Kindern, weil es ist einfach viel zu weit. Also ich meine, wir würden die am liebsten jedes Wochenende zu uns holen oder halt jedes zweite Wochenende, aber es ist halt einfach viel zu weit. Wir können nicht jedes Mal 3 Stunden fahren. Hin und zurück, also insgesamt fast 6 Stunden fahren, je nachdem wie der Verkehr ist.
Und deswegen eigentlich haben wir gedacht, vielleicht könnten wir den irgendwie beibringen, mit dem Zug zu fahren, weil mit dem Zug wären es 2 Stunden und die müssten dann halt 2-mal umsteigen. Aber ich kann das halt nicht immer mit Iliana regeln, dass jemand auf sie aufpasst, beziehungsweise ich meine, jetzt ist sie bei Juli und bei meiner Mom. Aber das können wir halt nicht jedes Mal so machen, das war jetzt halt voll die Ausnahme. Wir müssen noch überlegen, wie wir das zukünftig machen, weil das ist halt echt keine Lösung, jedes Mal hin und her zu fahren. Also ich meine, viele von euch haben ja geschrieben, warum ziehen euer Vater und eure Geschwister nicht irgendwie näher zu euch? Ja, das wäre eigentlich theoretisch auch möglich, aber jetzt haben die halt diese Sozialwohnung bekommen, jetzt wäre das irgendwie blöd. Und ja, wenn die dann jetzt wieder irgendwo, sie nochmal neu irgendwo ummelden. Nochmal alles von vorne. Genau. Jetzt haben die sich bei der Schule angemeldet, nächste Woche gehen die in ihre Klassen und so, also die sind jetzt schon so gesiedelt und dann reißen wir die wieder raus, das ist auch irgendwie blöd. Ich bin wieder vereint mit meinen Babys, aber das andere Baby ist gerade verschwunden. Wir haben zurück 2,5 Stunden ungefähr gebraucht und ja, wir haben nur schnell was beim McDonald's noch was gegessen. Ich habe das Gefühl, ich habe den ganzen Tag irgendwie nichts gegessen, aber... zu unseren Geschwistern. Wir werden die auf jeden Fall während der Weihnachts- oder Winterferien halt zu uns bringen und dann können die hier ein paar Tage wieder mit uns verbringen. Es gibt ein paar Probleme bei denen zu Hause, also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber so wie die Lage momentan ist, kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Und deswegen müssen wir nochmal besprechen, oder eine Lösung dafür finden. Ja, es ist langweilig, was ich erzähle. Findest du mich langweilig? Ja. Iliana ist eine sehr, sehr gute Zuhörerin, muss ich sagen. Oder auch nicht. Oder doch? Hörst du mir gerne zu, Iliana? Ja! Ja. Ich rede mit Iliana immer ganz, ganz viel. Ich rede mit ihr auch ganz viel abends. Manchmal komme ich mir auch ein bisschen blöd vor, wenn keine Antwort kommt. Aber ich habe gehört, das soll sehr, sehr gut sein, wenn man viel mit dem Baby redet. Gell? Redet deine Mami viel mit dir und du, dich interessiert das eigentlich gar nicht? Ja. Ja. Ich glaube, wir verabschieden uns mal für heute und sagen Tschüss. Und wir sehen uns morgen wieder. Winky, Iliana, winken. Ja, das reicht auch schon. Tschüss.